Und damit wieder mal ein Herz willkommen zu Enshrouded. Nach der Pleite der letzten Zeit und den Pleiten. Ja, ist nun mal so, wenn man viel will, dann riskiert man mehr, als man eigentlich sollte. Zwischenzeitlich sind unsere Indigo-Pflanzen durch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die nächsten wachsen schon. Ich habe aber zwischenzeitlich nicht wirklich geruht, sondern habe, Gott, 1000 Kisten. Ich habe ein bisschen Lehm gefarmt. Ich habe ein bisschen Zinnerz gefarmt. Sprich, ich war noch ein paar Mal da unten am Ort des bösen Geschehens und habe Zinn geklopft. Habe noch ein bisschen Kohle durchlaufen lassen. Der Ofen läuft über. Keine Ahnung, wo ich den Sand hergeschleppt habe. Hab da irgendwo da oben noch mal gebuddelt gehabt und ja. Hey, Ruhe. Hatte noch mal sozusagen Sand am Wickel. Holz habe ich noch ein bisschen besorgt. Ich habe blaue Beeren besorgt, die wir ganz dringend benötigen für die Heiltränke. Ihr habt ja gesehen, wie viel Heiltränke ich brauche. Stockernte habe ich noch mal gemacht und naja, so die üblichen Verdächtigen. So, dann schauen wir mal. Ach so, Kupfer habe ich auch gesammelt gehabt. Das läuft hier durch und läuft. Das ist der 6. Ingame-Tag, wo das jetzt hier durchläuft. Was? Oh. Ich höre Wölfe. Und das in unserem Refugium hier. Da wird sich schon melden, wenn er was will. Ja, so weit, so gut. Das sind ja richtig viele. Gefahr in der Nähe, aber wo? Ist jetzt nicht, dass die jetzt großmächtig uns wehtun würden. Aber irgendwie. Beunruhigend ist es trotzdem. Da ist er. Hier ist was los. Na gut. Aber weil wir gerade beim Fell sind, lass uns das mal hier reinstopfen. Ich habe noch tausenderlei Pfeile und ja. Ich hatte gesehen, es gibt bei der Jägerin die Möglichkeit eines mittelgroßen Rucksacks. Ist mir völlig untergegangen. So, 6 Fell. 6 getrocknete. Zack. Komm, Quatsch. Lass mal zusammen. 6 getrocknetes Fell und Garn, ne? Ja. Haben wir. Packe ich gleich wieder zurück. Wäre ja Quatsch, wenn ich mir jetzt nicht einen größeren Rucksack mache. Mal schauen, wie viel größer da ist. Plus 16 Slots, also 2 Reihen mehr. Wow. Zack. Take care. Ja, schrei mich nicht so an. So. Das wieder zurück. Ausrüsten. 16 mehr, ach 16 mehr als normal. Okay, gut, wir haben eine Reihe mehr. Was natürlich bedeutet, wir sind wesentlich flexibler in der Menge der Sachen, die wir mit uns rumtragen können. So, dann packe ich mal die Steckchen noch hier rein. Mehr Platz habe ich nämlich nicht. So, Aufwertung. Und jetzt wird's lustig. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo ich das ganze Zeug hin verstreut habe, um die Flamme aufzuwerten. So, stärkt die Flamme. Schleim haben wir. Ach, das habe ich schon in der Zauberkiste und die Indigo-Pflanzen. Es fehlen immer noch 2. Gott. Das dauert. Na, was soll's. Warten wir noch ein paar Sekunden. Sollte ja... Ja, man kann ja fast zugucken in der Pflanzerde. Ja, wie will ich hier weiterverfahren? Ich werde mir hier eine Treppe nach unten machen und hier unten unser Lager aufbauen. Weil langsam platzt das hier drüben alles aus den Nähten. Und dazu hatte ich gesehen gehabt, dass wir uns die mittleren Kisten machen können. Stauraum. Die großen könnten wir auch schon.
wenn wir entsprechend hätten. Aber wir haben nicht. Wir haben nämlich noch kein Bronze. Und für Bronze müssen wir auch noch ein bisschen was tun. Aber dazu als nächstes. So. Große Kisten. Bronze. Also für Bronze. Wir brauchen Bronzebahn. Bronzebahn kriegen wir nur, wenn wir Zinn und Kupfer mischen. Heißt, wir brauchen noch eine zweite Schmelze. Nun mal schauen, wo das Schmelzdings gewesen ist. Schmelztiegel, Kessel, eine Schmelze. Also wir brauchen noch einen Schmelztiegel und gebrannte Ziegel. So, und Schmelztiegel war, die stehen alles so nah zusammen. Ich muss hier was ändern. Schmelztiegel. Erde, Lehm und Sand. Erde, Lehm und Sand. So, Lehm. Haben wir. Erde haben wir. Wo habe ich jetzt den Sand hingeschmissen? Da. Aha. Und Sand. So. Lampe bei Schreiner. Was? Ich sehe ihn gar nicht mehr durch hier. Glas bei Schmelze. Und warum macht er das jetzt erst? Habt ihr den Sand schon vorhin in der Hand gehabt? Gedüngte Farmerde bei Bäuerin. Okay, ist jetzt auch wurscht. So, dann lasst uns mal den Schmelztiegel machen. So, wir brauchen einen für Kupfer haben wir. Wir haben einen für Zinn. Und ich würde noch einen machen, wo wir parallel dazu vielleicht dann Bronze machen können. So, jetzt haben wir zwei davon. Und jetzt müssen wir die Schmelzen machen. Brauchen wir noch gebrannte Ziegel. Also 100 Stück. Oh Gott. Ich hoffe, du hast genug vorbereitet. Ja, haben wir. Eins, Nummer zwei. So, gut. Ich weiß nicht, müssen die draußen oder drinnen stehen? Ich kann es euch nicht sagen. Ich stelle die jetzt einfach erstmal davor. Achso, bauen müssen wir sie erstmal noch. Ich würde die später dann nochmal umrücken. Wenn wir dann drüben mit unserem Haupthaus wissen, wo es hingeht. Es geht erstmal nur um Materialproduktion. Quatsch, wenn ich jetzt mittlere Kisten mache. Wenn ich doch schon große machen kann. So. Nummer 1. Und Nummer 2. So. Also, du wirst dann sozusagen zukünftig der, die das, was unser Zinn verarbeitet. So, nehmen wir das mal raus. Braucht bestimmt auch Cola, nehme ich mal an. Du wirst unser Zinn. Aprikator, Kohle rein. So. Für Zinn. Brauchen wir noch Holzsäure. Oh mein Gott, Holzsäure, wo haben wir denn die? Haben wir welche drin? Oh ja. Ich sag doch, Vorbereitung ist alles. Es stehen die Dinger auch noch verkehrt rum. Nee, das kann ich so nicht akzeptieren. Verkehrt rum ist nicht. Da. Da monkt es mich sonst etwas. Da. Also nochmal den ganzen Schmus. Zinn rein. Kohle rein. Und das rein. Und ab dafür. Zinn. Auswählen. So. Dann können wir gleich mal schauen, was wir dann brauchen für Bronze. Kupferbahn, Zinnbahn und Kohle. Okay, also Zinnbahn laufen durch. Kupferbahn sind durch. Das läuft soweit. Das Material wieder wegbringen. So, Lehm wieder hier rein. Zack. Und das Sand hier rein. Das Sand hat man ja draußen. Erde hier rein. Da
Falsche Richtung. Seht ihr, das ist alles eindeutig zu klein. Das passt hier nicht so. So, gut. Das haben wir. Blaue Beeren für Tränke. Noch habe ich Tränke. Da haben wir noch einen großen. Kleiner Rucksack. Den können wir löschen. Brauchen wir nicht. Knochen bringen wir mal runter zum Freund im Keller. Ja, mal schauen, ob der hier nicht einen Turm hinkriegt oder irgendwas, was die Hütte noch ein bisschen aufwertet. Hast du denn vielleicht noch irgendwas Interessantes? Der Nachteil ist halt, man rennt in der Weltgeschichte rum und das geht irgendwie alles unter. Noch einen Mörser braucht man nicht. Bücher. Also ich habe eine ganze Menge Bücher schon gesammelt. Wir können uns dann irgendwann mal sozusagen eine Runde Bücherregale gönnen. Geistermagiestab. Hier war nichts Neues. Wir können ja mal ins Journal gucken. So, was haben wir denn hier? Werkstätte. Alchemist. Was hat der Neues? Ah, da mit dem Heiler- und Magier-Set. Mag zwar helfen für die Regeneration bzw. für die Lebensaufforstung, aber das ist es noch nicht meins. So, was haben wir denn jetzt hier? Neues. Holzfäller-Äxte. Axt haben wir Schutthage. Dietrich. Nägel, das kriegen wir alles. Schilde. Wir haben ein gutes Schild. Was flackert denn hier? Okay. Magieschilde. Da bin ich noch zwiegespalten. Brauchen wir auch Bronzebahn. Waffen haben wir. Söldner-Set. 30-20. Wächter-Set 30-20. Das schaue ich mir in der nächsten Runde an. Greifhaken-Zuganker. Okay. Erweitert dein Gebäude um diesen Zuganker, damit du dich selbst nach vorne. Cool, dann können wir das ja bei uns vielleicht mit verbauen. Das klingt gut. So. Achso, abhaken sonst. Rüstung schauen wir uns dann als nächstes mal an. Das ist... Ich will erstmal die Aufwertung jetzt haben. Ich will meinen Rucksack wieder haben. So. Stauraum, das haben wir gesehen, die großen Truhen. Ah, alchemistischen Grundstoff, okay. Puh, wieder was Neues, was wir brauchen. Naja, mal gucken. Betten, also wir könnten jetzt höherwertige Betten bauen. Ich weiß aber nicht, vielleicht richte ich ja unseren Leutchen hier was ein, dass sie besseres Mobiliar haben als ich, aber das Holzbett gefällt mir schon ganz gut. Tische genauso. Minzpilzfleisch. Keine Ahnung, wo ich das wieder herkriegen soll. Schauen wir uns an, wenn es soweit ist. Feuerstellen. Ja, den Kamin, den können wir vielleicht dem Schmied oder wem auch immer ins Hütchen stellen. Mal gucken. Stühle betrifft das Gleiche. Oh, hier polierter Holzstuhl. Wir haben in der Küche nur die einfachen. Gibt plus 3. Hartholz, Nägel, Holzbretter. Hartholz. Wo gab es denn Hartholz? Ich glaube oben beim Jägerinnenlager. Oh Gott. Was ich mir da alles noch merken muss. Lichtquellen, Lampe. Okay. Plus 5 Komfort unter Beleuchtung. Ich dachte schon, mit unserem Kronleuchter bin ich hier gut, aber plus 5 Sand, Lehm, Holzscheide. Sand, Lehm, Holzscheide. Oh Gott. Sand, Lehm, Holzscheide. Gut. Sand haben wir hier. Lehm haben wir hier. Also ein Holzscheide habe ich hier. Wie passend. Achso, wir müssen da wieder rüber. Komm her, Schreiner. Ich hätte jetzt gerne mal. Mach mich eine Lampe. Also kann man eigentlich Stunden damit verbringen, so, die Artikel durchzuschauen und zu machen. So, passt mal ab. Wir sind jetzt bei 38. Wenn ich das Lämpchen jetzt hier auf mein Nachttischschränkchen stelle,
Komfortlevel 31. 41. Oh, fast eine komplette Folgenlänge. Coole Sache, das. Wieder was entdeckt. Tagebuch, Werkstätten. Wir waren zuletzt beim Schreiner. Wieder was entdeckt, was uns zugute kommt. Dekosachen. Die Doppeltür. Hier bin ich noch zwiegespalten. Polierte Holztür. Zweimal. Nägel und Teer. Ach mal. Nägel und Teer. Teer könnte hier sein noch. Und Nägel habe ich, glaube ich, hier noch ein paar. Denn ich hatte mir gedacht gehabt, hier eine Doppeltür hinzumachen. Als Eingang für unser kleines Reich. So, Türen. Die wollen wir machen, zweimal polierte. Also brauchen wir die. So, und dann können wir die herstellen. Okay. Super. Gib her. Oh. Da erschlägt es ihn ja fast. Na, ihr Indigo-Pflanzen. Ah, die brauchen noch. So. Gibt es da innen und außen? So richtig nicht. Guten Tag. Ist schon irgendwie cool. Aber ich hätte die ganz gerne noch ein Stück tiefer. Kannst du die nicht wieder unten ins Inventar legen? Geht das nicht? Ich hätte die ganz gerne dorthin. Genau. Eins hier und das 2, 3. Ich hole mal einen Bauhammer. Wenn ich einen Ad-Hoc finde. Auch den habe ich grundsätzlich immer wieder verschmissen. Außen in die Kiste gepackt. Oh, jei. Da ist er. So, dann nehmen wir gleich mal noch ein paar Blöcke mit. Haben wir noch ein paar? Ja, jawohl. Ach doch, Vorbereitung ist alles. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Sprich, ich muss hier eine Reihe wegnehmen. So. Und dann die Tür um eins verschieben. Zack, zack. Eins. Mal mit. Die Tür nochmal auf. Gepärt das Ding. Schön, wie das ist. Zwei. So. Jetzt die Tür. Da. Zack. Es verschwindet zwar die Steinumfassung. Aber das finde ich persönlich jetzt gar nicht so schlecht. Warum passt das jetzt hier drüben nicht mehr? Wenn wir hier zwei haben und drei, also ich habe die mitgerechnet. Okay. Ja, das kann ich ja dann in Ruhe anpassen.
So. Alles. Wenn die Tür drin ist, funktioniert das nämlich nicht. Zwei. Das mal weg. Aue. Wie ich es immer schaffe, mich selbst in solche Situationen zu bringen. So, die haben wir. Also, wollen wir den Steinrahmen lassen oder nicht? Dein Rahmen müsstest du ja davor setzen. Nee. Das ist nicht das Gleiche. Also, hier oben. Zack, zack. Wie gesagt, wenn es dann später mal was anderes wird, dann, ja. Im Moment möchte ich das ganz gerne so. Hätte auch sagen können, wir haben so langsam mal in zu Hause. So, die Reihe hoch. Das muss jetzt auch nicht so extrem symmetrisch sein. So. Gut. Prima. So, na dann. Letzter Versuch. Aber in der Zeit sind halt die Indigo-Pflanzen durch. Ah. Nee. Ja, nach tausendmal hin und her auf und wieder abbauen, sieht's jetzt so aus. Gefällt mir noch immer nicht so richtig. Mal schauen. Irgendwie passt sich die Tür nicht so richtig ein. Naja, mal gucken. Aber was soll's? Wir haben die Zeit umgebracht, haben was Sinnvolles gemacht. Wir haben endlich eine Tür. Ja, eine halbe Nacht dafür, dass die Tür da ist. Leuchtet doch überall durch und scheint noch nicht so richtig. Ich bin mir noch nicht so sicher. Wir werden sehen. So, komm, ich pack mal den ganzen Quatsch wieder weg hier. Ihr seht, mit Bauen kann man Stunden um Stunde. Mal schauen, was uns die neuen Blöcke bringen. Vielleicht werden wir damit etwas reicher im Geiste, zumindest das, was es betrifft, neue Bauideen zu haben. Du sollst hier in die Kiste. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch ein bisschen Lehm hier zum Ablagen. Also es passt alles gar nicht rein. Die Kisten sind voll. Ja, also wie gesagt, ich muss unbedingt umbauen. Das bringt nichts. Das hat ja alles irgendwie keinen Wert. Teer kann hier wieder mit rein. Und mal schauen, was wir alles brauchen für das Elixier für einen Magier. Vielleicht müssen wir da ja ganz speziell irgendwas besorgen. Und dann hier noch helles Irrlichtwäppchen. Das ist eingesackt. Wer weiß. So, was sagen unsere Indigo-Pflanzen? Jawohl, endlich. Cool, wir können unsere Aufwertung machen. Es ist soweit. Stärke die Flamme. Im Namen von Asmodina, Asmodonus und Asmodeni und allen Asmos der Welt. Stärke die Flamme. Da. So. Und jetzt mal schauen, ist es immer noch rot? Oder hat das jetzt schon gewirkt? Mal schauen, wo das war. Oberstadt da. Nö. Da ist nichts Rotes mehr. Haha. Das heißt, ich hole mir meinen Rucksack zurück. Bauhammer weg. Am besten in die Kiste, wo du noch Witter findest. Naja. Ach komm. Das könnte doch nicht so schwierig sein, ab in die Baukiste. Dort würde ich ihn vielleicht sogar suchen. Ich hatte übrigens mal ein paar Kupferblöcke gemacht gehabt, um mal zu schauen, wie sie aussehen.
Ja, ist noch nicht so meins. Können wir uns ja später angucken. Irrlicht für die Beleuchtung. Wir haben eine Axt mit. Gut, Zinn muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Wasser. Wir haben noch ein bisschen Honig. Ich weiß, ich hatte irgendwo auch Honig wegvergraben gehabt. Der Ausdauer. Das Wasser wird auch immer mehr. Auf das schmeißen wir mal hier rein. Ey, die vielen Kisten. Da eine Kiste, dort eine Kiste. Das kümmern wir uns später. Pfeile, naja, mal schauen. Das haben wir soweit. Passt. Ich weiß, ich hatte irgendwo eine Essenskiste. Oh Gott, wo ist sie denn? Da. Da ist die Essenskiste. So. Lasst uns mal schauen. Also hier Kupfer. Lief, läuft. Auch Kohle. Andere Seite. So, die ersten Zinnbarren. Ewige Kettenheilung bei Alchemist. Cool. Wir haben das. Komm, ich nehme gleich mal ein Stück Kohle, das werden wir bestimmt brauchen. So, noch ein Kupferband dazu. Ein Stapel. So, dann können wir uns ja hier. Bronze. Jetzt wird's spannend. Kupfer, Zinn und Kohle. Na dann. Kupfer haben wir. Zinn haben wir und Kohle. Let's go. Oh ja. Wenn wir zurück sind, ist er durch. Essen, trinken haben wir. Schutthacke. Ja, vielleicht machen wir dann gleich eine Bronzehacke. Und die Schuttaxt, die reicht uns. Na dann. Auf ins Vergnügen. Wenn das jetzt nicht wird. Da wollen wir hin. Beziehungsweise dorthin. Ausgeruht bin ich, ne? 40, ja, das reicht. So, dann. Gott. Was für ein Elend, wenn den ganzen Weg bitte bis dorthin. Aber naja. Wir haben es nicht anders gewollt. Das lässt mich dann immer sowas nicht los. Wenn ich dann was will und es nicht bekomme. Alle Gegenstände repariert. So, dann. Dort was, dort was. Von dem was. So, nun mal schauen. Miasma-Trank. Hinterher. Und Schadensmultiplikator weniger Miasma. Okay, wir haben es aufgenommen. Nehmen wir trotzdem. Will ja nicht Schaden haben. Was haben wir hier? Noch ein bisschen Ausdauer. Wir nehmen jetzt alles. Und noch was fürs Licht. Dann. Was soll jetzt noch passieren? Also mehr vorbereitet als jetzt kann man ja fast nicht sein. Hallo, mein Freund. Hallöchen. Keine Angst, ich tu dir nicht weh. Ich will nur meinen Rucksack holen. Wo kommst du denn jetzt her? Geh weg. Keine Zeit für dich zum Spielen. Da. 15er, ne? Was ist er denn? Wenn die sich nicht mal so verstecken würden. Ah. Ja gut, wenn ich mit Holzpfeilen schieße, muss ich mich ja nicht wundern. Go. Ist unser. Was? Ist der jetzt weg? Warum ist denn der jetzt weg? Warum ist denn unser Rucksack jetzt weg? Zu lange gewartet?
Egal. Jetzt will ich es trotzdem wissen. Weil ich war jetzt so oft hier gewesen und habe hier Zinn gehackt. Hier und... Mal, pass mal auf. Hier ist nämlich noch eine Ecke mit Zinn drin. Ja, da ist nämlich noch eine Ecke mit Zinn. Bin ich mehrfach dran vorbeigelaufen. Im ersten Anlauf. Und als ich das dann sah... Na komm. Als ich das dann nämlich sah, dachte ich, okay, dann kann ich hierher gehen, meinen Zinn holen. So, das tödliche Miasma ist weg. Komm, euch Käferdinger packe ich mal ein. Ja. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oh je. Gemein mit meinem Rucksack ist das jetzt schon. Ich weiß nämlich nicht, was drin war. Also nichts, was ich nicht wieder organisieren ließe, aber das war mein Loot. Er war teuer, da habe ich mir teuer verdient. Da oben bin ich reingefallen. Und da bin ich sehr ungehalten, wenn mir jemand meinen Loot wegnimmt. Ja. Puh, wir gehen mal weiter. Hallo? Ist hier wer? Ich höre es überall krabbeln und kribbeln. Oh. Aha, die machen halt verdammt viel Schaden. Zumindest mit der aktuellen Rüstung. Darum muss ich auch mal schauen, dass ich mir irgendwie mal eine richtige Rüstung besorge. Aber das ist ja auch wieder so eine wissenschaftliche... Wissenschaft für sich selbst. Guck mal, da haben wir noch eine silberne Kiste. Mystiker Hut. Naja. Jetzt nicht das Rüstungsteil, was ich mir hätte gewünscht. Guck mal, hier ist auch nochmal Zinn. Nächste blöde Fliege. Weg ist er. So, die Frage ist... Hab ich jetzt irgendwas verpasst? Mit. Alles so... hier drin. Na gut, hier war die Fliege. Dann gucken wir mal hier hoch. Hey! Ich hatte gar keiner zum Spielen eingeladen. Apropos Spielen eingeladen. Dabei fällt mir gerade ein, ja, oder ich hatte ja zuletzt immer mal die Probleme, dass meine Folgen bei YouTube irgendwie ewig nicht freigegeben waren, etc. Nach kleinen Recherchen besteht die sanfte Möglichkeit, dass es daran liegt, weil die Folgenlänge länger, oder die Folgen länger sind als bei anderen oder so bei YouTube gewöhnlich, nehme ich mal an. Also das, was ich für mich als Vorteil sehe, ist sozusagen für euch den gleichzeitigen Nachteil. Oh. Nehme ich mal andere Pfeile. Vorsicht. Salber. Neuer Ort. Oh. Gut. Erklärt. Sprich, ich werde mal schauen, ich werde mal die nächsten Tage probieren. Heute noch nicht, aber die nächsten Tage mal, das muss ich planen. Planen, für mich zumindest ein Plan. Dass ich eventuell die Folgenlänge etwas reduziere. Oh, hat ein bisschen mehr weh getan. Aber da haben wir zumindest einen Levelaufstieg bekommen. Dass ich die Folgenlänge vielleicht etwas einkürze. Ich weiß nicht, was da vielleicht so
das richtige Maß ist. Die einen sagen so um die 40 Minuten, andere sagen eine halbe Stunde. Aber eine halbe Stunde, ihr seht ja, wir sind jetzt ja schon wieder bei einer halben Stunde und haben noch nicht viel erledigt. Gib mal meine Hacke her. Wie willst du denn da ordentlich was schaffen? Da bist du ja eigentlich nur noch am Pause machen. Müssen wir mal schauen. Oder eine Variante wäre vielleicht auch noch zu sagen, okay, wir machen kürzere. Dafür gibt es dann halt Doppelfolgen. Mir geht es ja nur darum, dass die Folgen relativ zeitnah freigeschalten werden von YouTube. Gut, das lassen wir jetzt hier stehen. Dass wir ja nicht immer ewig warten müssen oder dass es so ungewiss ist. Weil ich möchte, dass die Folgen regelmäßig und pünktlich draußen sind, so wie geplant. Und nicht, dass ich dann den ganzen Tag warte, weil YouTube sagt, nö, nö, ist noch nicht verarbeitet, du musst noch warten. Das ist weder für mich schön, noch für euch schön. Aber ihr könnt mir eure Meinung ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Sind so Stundenfolgen wirklich so viel? Ist das wirklich jetzt so tragisch? Wir essen mal noch was. Also ich fände es halt schade. So. Hat noch mehr Zinn? Silberne Kiste. Guillotine. Ach, die gucken wir uns zu Hause an. Irgendwas Gescheites dabei? Naja. Stoffhetzen, Zinnerz. Ja, wenn man so alles weghackt, man sammelt immer mal Zeug ein, wo man gar nicht weiß, wo es herkommt. Am Ende. Noch mehr Zinn. Oh. Da kann ich ja Zinn farmen ohne Ende. Nimm doch das. Dafür hast du es doch mit. So. Ja, gespannt, wo wir jetzt hier rauskommen. Neuer Ort, okay. Krabbelt und schnackelt überall. Zehner sogar schon. Welchen Level sind wir? 13? Selbst die kleinen Mini-Fliegen haben ein höheres Level als wir. Was das wohl über uns aussagt? Glück sind das nur Holzpfeile. Gut, also die fressen gut weg. Ein Holzpfeil reicht sozusagen nicht immer aus. Okay, gut. Nehmen sie trotzdem mit, komm. Nächsten. Also ich muss irgendwas an meiner Rüstung tun. Stell ich gerade fest. Habt ihr das jetzt alle?
Manchmal ist das mit der nahen Perspektive auch nicht so das Wahre. Immer noch fliegen. Wo sind die Seilster denn? Über mir. Wo ist denn die ganze Menge Zinn? Guck mal, wie erstmal aufladen ist. So schnell kannst du dich da ja gar nicht heilen. Und lasst mich doch mal in Ruhe. Irgendwo hier. In dieser Hölle muss es sein. Gut, jetzt haben wir erstmal aufladen ein bisschen. Attacke! Das Schöne oder der Vorteil von dem Einhandschwert ist ja eigentlich, dass du gerade hier bei dem Fliegen so einen Rundumschlag machen kannst. Oh. Nein. Das hättest du jetzt nicht gedacht. Kommando Kuckerich. Da. Ach, noch mehr Zinn. Oh, hier ist richtig viel Zinn. Ja, geh weg. Ich nehme doch mal einen Heiltrank, geht schneller. Das Vergastige. Vergiften die mich oder? Oh. Dann habe ich doch gleich was, wo ich öfter mal hinreisen kann. Den Erz. Ja, muss ich nicht hacken. Aber hier brauche ich eine Ewigkeit, die ich hier immer durch bin. Letztens schon festgestellt, dass ich irgendwo bei irgendwas immer Kalkstein aufgelesen habe. Bücher, klar, die kann ich nicht liegen lassen. Ja. Das ist doch potenziell was, was mir Aua macht, oder? Weg ist es. Ja, der Fernkampfschaden ist schon in... Gar nicht so zu vernachlässigen. Oh hier. Aufpassen, nicht, dass mich hier wieder... Rudi Rumpel, so. Vorübergehend außer Kraft gesetzt. Leuchtenstein... Ah, nein! Geh weg! Lass mich in Ruhe. Ich will in Ruhe lesen.
vorübergehend außer Kraft gesetzt. Leuchtenstein kann keine Waren für Reparaturen mehr empfangen. Wir müssen das überfällige Paket vorerst behalten. Ich habe es auf der Kranplattform platziert. Kranplattform? Ah, dort, okay. Dann gucken wir doch gleich mal. Nimm mal mit, wir brauchen genug Material zum Bauen. Öff, explosive Kugeln, was haben wir hier? Mal Zinnerz. Möglichkeit zu schlafen, Versteckchen. Das sein, dass hier schon mal ungefähr war. Ach, ich hätte bloß weiterlaufen müssen. Hier bin ich ins Loch gefallen. Ich hätte ja eigentlich nur bis hierher weiterlaufen müssen. Na super. Naja, nun haben wir ein Altar aufgewertet. Was soll ich sagen? Kann ja nicht schaden. Die nächsten fliegen. Ich höre es von allen Seiten. Da ist der nächste. Noch einer. Ich höre es echt von allen Seiten rasseln und ruscheln. So, wie kommen wir jetzt da rüber? Kommen wir hier hoch? Scheinbar so richtig nicht. Ne. Zu weit. Naja. Oh Gott. Das kann nur nach unten gehen. Wir werden sehen. Nö. Ging gut. Hochmauersteinblock. Wie keine neuen Rezepte. Was? Okay. Ja. Kann man sie dann zu Hause angucken? Irgendwie habe ich sowieso das Gefühl, als würde das Spiel nach dem letzten Update irgendwie spinnen. Hat mir gestern beim Bauen auch erst später nochmal Rezepte angezeigt, die wir schon kannten. Ja. Mission erledigt, würde ich sagen. Wir haben unsere Steine. Was der Ursprung war. Haben eine Miasma-Wurzel gemacht. Und ansonsten fühle ich mich arg zufrieden. Was ich gern nochmal schauen möchte, dann nehme ich aber die Kupferpfeile. Hier gibt es ja neue Gegner. Welche wie den Löwenzahntiger, Säbelzahntiger, sagen wir so rum. Wenn ihr euch daran erinnert. Rohrzuckersetzling, okay. Du veränder. Oh. Der scheint nicht so friedlich auf mich zu reagieren. Hier,
Er hat mir keine Schaden angezeigt, sondern nur, dass ich nicht getroffen habe. Ammoniakdrüse. Säurebiss. Okay. Gut. Haben wir ja nochmal einen neuen Feind kennengelernt. Oh, da drüben ist er. Komm. Wenn es das Letzte ist, was ich heute tue. Da. Rache ist Blutwurst, mein Freund. Aber extrem Blutwurst. So ist es noch dunkel. Heubusch-Setzling, okay. Aber jetzt wird mir es eindeutig zu dunkel hier. Das sehe ich ja nicht mehr. Eine Paprika. Schon mal Miasma. Oh Gott. Ich würde sagen, auf nach Hause. Wir haben genug gesehen für heute. Ich habe meine Blöcke, ich habe mich beim Säbelzahntiger gerächt. Wir haben aufgewertet. Ich habe sogar eine Tür. Ah ja, mal schauen. Dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Dabeisein. Kanal abonnieren, Kanal liken oder Folge liken. Und einen freundlichen Kommentar finde ich immer gut. Aber jetzt in diesem Sinne, bis morgen in alter Frische. Tschüssikowski und bye bye.